Wir sind zurück zu Around the Worlds, unserem Talk über die momentan stattfindenden League of Legends Weltmeisterschaften. Ich bin der Rob und ich bin nicht alleine. Ich habe mir einen Experten an die Seite gestellt. Hi Flo. Servus, ein Experten. Ein Experten. Für alle, die jetzt letztes Jahr, wir machen das schließlich jetzt schon im zweiten Jahr, nicht dabei sein konnten. Flo, hol die mal ab. Was genau fabrizieren wir hier eigentlich? Dabei sein konnten ist gut. Ihr könnt es immer noch auf YouTube euch anschauen. Ja, im Endeffekt ist das eine Sendung für all diejenigen, die aktuell die von dir schon anmoderierten League of Legends World Championships in Korea verfolgen und auch gerne noch ein bisschen wissen wollen, was passiert denn eigentlich so abseits davon oder was ist überhaupt im Spiel passiert. Und das gehen wir dann einfach für Spieltag durch. Und heute, ja, sind wir beim ersten Tag der Swiss Stage angekommen. Genau, erster Tag, 8 Spiele wurden gespielt, 4 hatten europäische Beteiligung. Ein bisschen haben wir da schon auch den Fokus drauf, ja, ist ja unsere Region. Ja. Aber wenn wir damit dann gleich anfangen, gab es ja schon eine kleine empfindliche Niederlage für die europäische Region. Das ist vollkommen richtig, aber ich fand, es war auch sehr gut gespielt. Denn wir hatten Cloud9 gegen die Mad Lions im zweiten Match des heutigen Swiss Stage-Tages. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, eine kleine empfindliche Niederlage, würde ich mal sagen. Cloud9 hat hier die Mad Lions einfach einen runden Boden gespielt, gefühlt. Mhm. Was aber auch ziemlich cool ist, weil wir haben ja jahrelang immer diese Diskussion, taugt NA was oder was passiert denn da? Und jetzt haben wir direkt beim ersten Aufeinandertreffen einen Sieg für die NA-Region. Mhm. Und ja, das verspricht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung in die diesjährige Gruppenphase reinzubringen. Auf jeden Fall. Gruppenphase wurde ja ersetzt durch die Swiss Stage. Sieht danach aus, als hätten wir diesmal tatsächlich 4 Regionen, die auch mitspielen und sich auf einem Level bewegen. Wir haben noch eine 5. dabei mit der vietnamesischen Region. Wird durch Gamret krasse Außenseiter. Aber krasse Außenseiter. Das ist tatsächlich wirklich, wie du sagst, ein Außenseiter. Und im Spiel vor Mad Lions gegen Cloud9 war auch amerikanische Beteiligung dabei, und zwar gegen dein Lieblingsteam. Korrekt. Team Liquid gegen T1. T1 ist das Lieblingsteam, nicht, dass die Leute mich jetzt hier... Ich habe auch nichts gegen Team Liquid, so ist es nicht. Ich mag jetzt tatsächlich, wenn ich die LCS verfolge, dann ist es wirklich hauptsächlich Team Liquid. Okay. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich komplett verklattert, vertatscht aus dem Bett rausgeflogen bin, weil es heute Morgen um 7 Uhr ist es schon losgegangen. Und da muss man tatsächlich sagen, Team Liquid hat echt gut mitgespielt. Die haben sehr lange mitgehalten. Die haben Team Liquid hat teilweise sogar T1 so ein bisschen an den Eiern gehabt. Okay. Und gesagt, hey, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann spielen wir euch an die Wand. Mhm. Und dann ist der koreanische Rekordmeister wieder so aus der Versenkung aufgetaucht und hat das Ganze nochmal das Ruder rumgerissen. Bestätigt ja deine Theorie, dass NA dieses Jahr tatsächlich auch mitspielen kann. Und dementsprechend freue ich mich auf die morgigen und übermorgigen Spiele. Genau. Gehen wir noch die weiteren Games durch. Korrekt. Gen.G überfährt GAM, mehr oder weniger. Wie wir halt schon angeteasert haben, GAM als vietnamesischer Vertreter schon wirklich sehr mit der Außenseiterrolle. Muss man aber auch sagen, ein sehr undankbares Matchup, weil Gen.G ist eigentlich das beste Team in Korea aktuell und die fahren selbst über T1. Dann kann es ja nur besser werden für GAM, also auch nicht so schlecht. Danach haben wir ein BDS-Spiel gehabt gegen JDG in First Seed der chinesischen Region. Guter Anfang, aber... Also, am Ende nicht gerecht. Also es hat alles ein bisschen so, oder alle haben ein bisschen verwundert geguckt, dass Adam mal wieder Garen spielt. Hat er in der Playing Stage gemacht, hat er sehr erfolgreich auch gemacht und dementsprechend auch so ein bisschen so ein Signature Champion pickt jetzt durch die Worlds aus. Aber JD Gaming ist halt ein komplett anderes Level. Also da müssen wir nicht großartig drüber sprechen. Eine First Seed in China, in der LPL, der stärksten Liga. Die haben den Spring Split gewonnen, die haben das MSI gewonnen, die haben den Summer Split gewonnen. Und wenn sie jetzt die Weltmeisterschaft gewinnen, dann haben sie das geschafft, was selbst T1 nicht geschafft hat. Nämlich alle 4 großen Wettbewerbe für sich zu entscheiden. Und Grand Slam-mäßig. Ja, genau. Und die sind halt einfach über BDS, die zwar am Anfang, wie du schon meintest, gut mitgehalten haben, aber einfach dann wirklich drüber gerollt. Irgendwann mal wirklich den Schalter umgelegt und gesagt, so, jetzt keine Lust mehr auf Spielchen. Danach war mein persönliches Highlight des Tages, nämlich G2 gegen D+. War ein Banger Game. Hat Spaß gemacht. Genau, auf jeden Fall gingen knappe 40 Minuten. 2 Barons, 1 Steal davon gingen erstmal an D+. Trotzdem war G2 bis Minute 30 im Gold vorne. Dann haben sie die Ocean Soul geholt. Dann haben sie den Elder Dragon geholt. Noch einen Baron. Da waren sie noch ein Baron drauf, ja. Genau. Und das war dann mehr oder weniger die Entscheidung. Und es waren wirklich 40 Minuten hohes Level an League of Legends. Hat Spaß gemacht als Zuschauer. Und dann auch, muss ich jetzt ein bisschen spoilern, der einzige Sieg einer europäischen Mannschaft an diesem Tag. Ja, man muss aber natürlich auch in der Hinsicht auf den Pick von Hunsamer draufgehen, denn der ist Draven. Mit Draven, einem seiner absoluten Signature-Champions, in dieses
Spiel gegangen und es hat auch sehr gut funktioniert. Er hat auch direkt mal den First Blood geholt, hat ein CS-Lead zum Anfang gehabt. Aber eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte hier bei diesem Match, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das Hero-Play von Caps, wo auf Orianna eigentlich einen Gegner erledigen wollte, war aber dann eigentlich schon umkreist von drei anderen Gegnern und dann hat er selbst noch die Stopwatch gezündet oder Sonias und dann hat er es nochmal geschafft, trotzdem trotz gegnerischer Überzahl in diesem 1v4 nochmal einen Kill rauszumachen. Genau, das war richtig gut. Weil er die Ocean Soul einberechnet hatte. G2 hatte zu dem Zeitpunkt schon die Ocean Soul. Für jeden, der es nicht weiß, Ocean Soul regeneriert über Zeit. Aber wesentlich schneller halt. Genau, und das recht schnell und eben auch, wenn dein Charakter im Sonias ist, also in der Stopwatch. Das hat er damit einberechnet, kam damit gut raus, war ein wichtiger Kill, eine wichtige Szene und ja, hat letztendlich G2 zum Erfolg geholfen. Danach ging es weiter, Weibo überfährt den ersten Seed von Nordamerika. Komplett nichts sagen für mich, also Energy kennt man hauptsächlich, ich glaube, unserer Konstellation aus Rocket League. Ja. Ich habe mir eigentlich viel mehr versprochen, dadurch, dass sie halt First Seed sind. Ja. Aber wenn du dir wirklich mal so anguckst, hat die beste Leistung meiner Meinung nach Cloud9 abgeliefert. Und dann, klar, die haben gewonnen. Ja. Team Liquid aber auch nur knapp darunter und Energy irgendwie komplett untergegangen. Aber gut, Weibo ist ja auch ein chinesisches Team, da kann man schon mal gegen verlieren. Aber ja, vielleicht nicht auf die Art und Weise. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass da noch was kommt. Ja. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was in dieser Weltmeisterschaft, bei dieser Weltmeisterschaft aus Amerika noch rüberschwingt an Talent und Energie und so, dann halt Cloud9 und Liquid. Auf jeden Fall. Das Gleiche ist dann in einer anderen Farbe passiert, mehr oder weniger. LNG ist über Fnatic drüber gerollt. Auch würdest du es als Stomp bezeichnen? Ja, schon. Ja. Also da ist gar nichts passiert. Fnatic hat da kein Bein auf den Boden bekommen. Bester Spieler des Matches, habe ich mir extra aufgeschrieben, Gala. Mhm. Super großartig gespielt. 8-1-5 waren die Sets am Ende. Nimmst du auf jeden Fall mit. Und ja, Fnatic hat halt irgendwie... Sie haben schon gute Szenen gehabt. Razor hat zum Beispiel hier und da mal ein paar Kills abholen können. Aber am Ende des Tages, also LNG war einfach zu gut und... Ja, als First Seed in der LPL bist du halt einfach auch schon stark, ne? Und stark unterwegs. Auf jeden Fall stärker unterwegs als der First Seed von Second Seed von Europa offensichtlich. Aber wir haben noch Zeit, dass sich das vielleicht steigern kann. Hoffen wir's. Genau. Und das letzte Spiel war Bilibili gegen KT Roadster, was ich auch nochmal einen richtig schönen Abschluss fand. War ein bisschen länger, 45 Minuten, aber auch ein Spiel auf Augenhöhe. Sehr ausgeglichen auf jeden Fall, ja. Fand ich sehr gut. Ja, das ist des Tages auf jeden Fall. Second Seed aus LPL gegen den Third Seed aus LCK, die ja sowieso auf sehr ähnlichem Niveau agieren. BLG, also Bilibili, ist auch das ganze Jahr über schon sehr stark gewesen. Zweiter im Spring Split, Zweiter beim MSI und jetzt auch Zweiter beim Sommer Split. Also wenn die jetzt Zweiter in der Weltmeisterschaft werden, haben sie einen Grand Slam vom Zweiten. Dann ich glaube, das willst du nicht werden. Dann sind es die Vizekusen, dann sind es die Vizekusen in League of Legends. Aber schönes Spiel, kann man sich auf jeden Fall angucken. Genau. Also ist jede Menge Action heute geboten worden. Auf jeden Fall. Da wir ja gesagt haben, dass wir den Fokus ein bisschen auf Europa legen möchten, deine Einschätzung. So, wir haben jetzt 4 Matches gesehen mit europäischer Beteiligung. Wir haben einen Sieg. Das ist an sich eine ziemlich schlechte Quote, oder? Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft, wenn du gegen Korea und China antrittst, nimmst du mit, was du mitkriegen kannst und mitnehmen kannst. Und G2 hat es schon sehr ordentlich gemacht gegen DK Plus, also Damwon und Kia früher. Ja, ist ein ist keine Nullnummer in der Hinsicht. Ja. Da hat man auch ordentlich mal zeigen können, was man eigentlich international aufbringen kann. Ja. Ich glaube, es ist ein guter Auftakt. Ich habe mir von den Mad Lions mehr erhofft. BDS ist für mich so eine kleine Wundertüte, auch wenn sie sich durch die Play-Ins durchgeboxt haben. Ja, und Fnatic ist halt nichts dieses Jahr. Ich mag Fnatic, also grundsätzlich mochte ich Fnatic mal so hier diese Phase 2018 darum, als Reckless und Whippo noch mitgespielt haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mittlerweile finde ich Fnatic, ich weiß nicht, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Das hat man ja auch gesehen, Summer Split Zweiter geworden oder in den Playoffs Finals, aber trotzdem ist für mich, wenn ich mich festlegen müsste, G2 das Team, was am Ende hier auch garantiert aus der Swiss Stage kommt. Okay, ist natürlich jetzt schon recht früh, das zu predikten, aber was meinst du, wie hoch kann es für G2 gehen? Wenn sie so weiterspielen wie jetzt, ist halt, wie du schon sagst, schwer zu beurteilen. Ja. Semifinals, mindestens. Semifinals, mindestens. Okay, mindestens. Also Semifinals wäre schön und alles drüber ist ein Zubrot. Alles ab. Ja, gut, das ist halt ein Finale. Ja, klar, natürlich. Aber gut, du kannst aber auch noch Final gewinnen. Kannst gewinnen. Ja, genau, natürlich. Richtig. Also würde ich sagen, G2, Semifinals, Max. Leider aber auch. Okay. Und dann der Rest. Also es wird wahrscheinlich wieder ein koreanischer oder chinesischer Weltmeister geben. Alles andere lade ich dich auf eine Pizza ein. Okay, ihr habt es gerade live gehört. Ich komme da auf jeden Fall drauf zurück. Bei den restlichen drei außer G2 würde ich sagen, wenn ich es aus der Swiss Stage schaffen, ist das schon ein Erfolg. Und wenn nicht, dann ist es
ja, vorhersehbar. Alles wie immer, würde ich sagen. Alles wie immer. Aber lass uns doch mal, weil du gerade vorhersehbar gesagt hast, auf die morgigen Partien. Genau, einen kleinen Ausblick. Genau. Denn da gibt es ja auch schon, oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht nennen. Wir kriegen auf jeden Fall Sieg einer europäischen Mannschaft zu sehen. Aber auch gleichzeitig eine Niederlage. So, das sieht man. Ja, nee, ich stelle mich am besten so hin. Genau, also wir haben auf jeden Fall ein paar Teams, die gegeneinander antreten werden. Und sag mal, komm, haus raus. Ich haus raus. Wir sehen morgen das erste europäische Duell, nämlich MAD gegen BDS. Ich weiß gar nicht, ob man das hier... Übereinander sogar beim ersten von 0-1-Pool, direkt übereinander. Genau, das ist tatsächlich nur eine Auflistung von den Teams, die gewonnen haben und die verloren haben. Noch keine Partienansetzung, deswegen ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Machen wir so weiter, MAD gegen BDS. MAD. Um es kurz zu machen, genau. Genau. G2 kriegt schon Schwierigeres los, weil die auch als einziges europäisches Team im Gewinner-Bracket sind und trifft auf Weibo Gaming. G2 würde ich trotzdem sagen. Trotzdem, okay. Weil Weibo schätze ich sogar schwächer ein als D-Plus. Okay. Heard it first. Und Fnatic wird auf GAM treffen. Das kriegen sie wohl hin. Das sollte Fnatic machen. Also es wäre schön, wenn sie es machen würden, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn GAM wirklich so irgendwie alles Mögliche aus dem Hut zaubert. Okay. Also keine Ahnung. Also wäre wichtig, dass Fnatic das auf jeden Fall schnell oder zumindest diesen Sieg einfährt, weil nach 3 Niederlagen bist du ja raus von den Worlds. Ne? Ja. Also, und wenn dann morgen gegen GAM das in die Hose gehen würde, dann würde man schon mit 0-2 mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann wärst du noch du oder die. Und dann könnte die ganze Sache auch ziemlich schnell vorbei sein. Genau. Ein Match, das ich auf jeden Fall allen euch da draußen empfehlen möchte, euch anzuschauen, abgesehen von den Europäischen natürlich, ist, und oh Wunder, das Matchup zwischen T1 und Gen.G. Weil das ist einfach nochmal eine Wiederholung des Summer-Split-Finales, bei dem Gen.G halt komplett über T1 drüber gerutscht ist, im Finale, weil davor haben sie nämlich gegen T1 verloren. Das, also, schönes Finale, kann man sich auch mal so in der Rückschau anschauen. Aber das wird ein cooles Match, da freue ich mich drauf. Und ansonsten hoffe ich einfach das Beste für Europa. Oder beziehungsweise EMEA. Wir sind in der EMEA-Region. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, damit haben wir den ersten Tag ganz gut gecovert. Absolut. Wir sehen uns dann morgen, hoffentlich zur gleichen Zeit wieder. Dann geht es nämlich um den zweiten Tag. Richtig. Und bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, vielleicht fürs Kommentieren. Und ansonsten, wir haben noch viel mehr zu League of Legends auf sport1.de/esports für euch. Und TikTok, YouTube, das Ganze. Gut, YouTube sind wir ja sowieso. Von dem her sehen wir uns einfach auf den anderen Plattformen. Genau. Bis dann. Ciao.